Egal ob im Murtal, auf den Ennstaler Skipisten im Sommer oder hier im Weizer Bergland, die Schafe erleben eine Renaissance. Und für viele Landwirte war das Umsatteln vom Rind auf das Schaf die einzige wirtschaftliche Überlebenschance. Auf steirischen Almen geht es auch im Sommer weiß her. In unserem Bundesland gibt es die meisten Schafzüchter österreichweit, nämlich mehr als 3.300. Und somit wachsen 84.000 Schafe und Lämmer in den Ställen und auf den Weiden heran. Nur in Niederösterreich sind es mehr. Tendenz steigend. Der Grund: die kleinstrukturierte Landwirtschaft. Wir haben vor über 20 Jahren eine Genossenschaft gegründet und da sind wir mit 40 Betrieben eingestiegen und jetzt ist unsere Genossenschaft auf 300 Mitgliedsbetriebe angewachsen. Wir haben da eigentlich sehr viel Pionierarbeit geleistet und uns bemüht, also das Produkt, was zuerst gar nicht so salonfähig war, sehr am Markt zu platzieren. Sigi und Katrin Reitbauer in Eckersdorf haben den Stall vom Onkel auch kurzerhand schaffreundlich umgestaltet und familienfreundlich. Wir haben gewusst, mit den Kühen, mit der ganzen Umstallerei, sind einfach Kosten. Da sagt man, wir sind auf Nummer sicher gegangen, haben was gemacht, was uns Spaß macht. Wir sind quasi trotzdem bei der Milch geblieben und wir sind froh darüber. Wir haben uns einmal gedacht, wir wollen einmal einen Betrieb weiterführen und haben uns dann einfach als Alternative für Schafe entschieden, weil die Weizer Schafbauern eine gute Abnehmmöglichkeit sind und die Schafe selber auch gut zum Handhaben sind und ungefährlicher für die Kinder. Ihre Milch wird nicht weit vom Betrieb in Weiz zu oft prämierten Käsesorten oder Joghurt verarbeitet. Die Weizer Schafbauern sind auch die einzigen, die Schafsbutter anbieten. Bei einer Verkostung in der Erlebnis- und Schaukäserei agiert der Geschäftsführer gleich selber als Grillmeister. Die Lämmer sind mit 20, 22 Kilo Fleisch, sind 4 bis 6 Monate, wächst sehr langsam und sehr wenig Fett. Der Kunde muss halt auch zugreifen, der Kunde muss auch bereit sein. Wie schmeckt's? Wie ist das Resümee? Also, sehr gut, muss ich sagen. Mürbe, geschmackvoll und sehr gut. Früher, vor 30 Jahren, haben wir auch Schaf gehabt. Haben wir die Lämmer auch mal alle Jahr ein paar geschlachtet. Und schmeckt immer besser. Es ist sicher nicht jedermanns Sache, vom Geschmack her, aber wir lieben es. Lammfleisch ist eines der ältesten Nahrungsmittel und findet mit seinem würzigen Geschmack immer mehr Abnehmer. Laut Schafzuchtverband ist der Absatz im letzten Jahr um 7% gestiegen, auch durch eine gemeinsame Vermarktung. 17.000 Tiere sind verkauft worden und letztendlich tragen die Schafe auch etwas dazu bei, dass die Landschaft gepflegt wird.